Materiell ist recht und gut, das muss man haben. Das ist richtig. Aber es ist noch lang, lang nicht das Wichtigste. Wichtig ist eben das, die Zufriedenheit von jedem Menschen. Das ist viel wichtiger. Es ist so eine andere Zeit gegenüber heute. Wo wir aufgewachsen sind, sind wir eigentlich in einem Entwicklungsland gsi. In den 20er Jahren ist zum Beispiel ein Haufen ausgewandert, dort zum Beispiel Tessin, in den 30er Jahren. Da war so eine grosse Arbeitslosigkeit da. Zum Glück haben wir einen Bauernhof gehabt. Wir haben das weniger gemerkt. Aber die Leute die haben keine Arbeit gehabt. Die haben nicht kaum leben können. Ja, was haben wir von dieser Zeit lernen? Also, was soll ich sagen? Was soll ich da sagen? Lernen kann man einfach ein bisschen mehr bescheiden sein und den anderen, den Mitmensch, respektieren. Ich habe gelernt, materiell ist recht und gut, das muss man haben. Das ist richtig. Aber es ist noch lang, lang nicht das Wichtigste. Wichtigste, wie ich schon gesagt habe, ist eben das, die Zufriedenheit von jedem Menschen. Das ist viel wichtiger, als wenn man einen Haufen Dinge um sich herum hat und alles hat und so, wenn man mit dir selber nicht zufrieden ist. Das ist das Wichtigste vom Leben. Jeder Mensch kommt einmal ein gewisses vielleicht Schicksalsschläge über. Oder? Ich habe zwei Frauen verloren. Oder? Man ist im Moment ist man im Loch hinein. Aber derige Sachen muss man können annehmen, mit dem fertig werden. Es ist dann einfach wie ein Schicksal gewesen, oder? Man muss aus dem muss wieder kommen, dass man das Schicksal annimmt und mit dem können weiterleben. Es geht dann irgendwie schon immer. Aber eben, die einen fallen dann in ein Loch hinein und können nicht mehr raus von dem, glaube ich. Man kann ja das nicht irgendwo herholen, das kommt, das muss irgendwie von innen rauskommen. Die Zufriedenheit, oder? Dass man eben mit dem, was man hat und mit der Möglichkeit, die du hast, haben nicht alle die gleichen Möglichkeiten, aber zufrieden sein mit dem, was man hat.